Vielen Dank, Herr Kollege Oetjen. Es folgt für die SPD-Fraktion Herr Abgeordneter Dr. Pantazis, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Brexit, für den die Briten am 23. Juni 2016 mit knapper Mehrheit gestimmt haben, Herr Kollege Oetjen hat das eben gerade ja auch erläutert, unter welchen Bedingungen das gewesen ist, ist nicht nur ein ernstes, sondern vor allem auch ein tragisches Ereignis. Denn wie auch immer das Ergebnis der Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich aussehen wird, diesseits und jenseits des Ärmelkanals werden die Menschen, die Wirtschaft und andere Akteure mit negativen Folgen rechnen müssen. Schließlich geht es bei den Verhandlungen zum Brexit ausschließlich um Schadensbegrenzung. Wie sehr der Austritt Großbritanniens aus der EU die Menschen auch in Niedersachsen bewegt, zeigt sich auch am anhaltend hohen Interesse britischer Bürgerinnen und Bürger an Einbürgerungen. Ich möchte an dieser Stelle allerdings betonen, ich wünsche mir, dass Großbritannien auch nach seinem Austritt ein enger und vertrauensvoller Partner Europas bleibt. Denn so tragisch die Entwicklung sein mag, hat es Europa in den letzten Jahrzehnten mitgeprägt und gestaltet, politisch, wirtschaftlich und auch kulturell. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir müssen allerdings feststellen, dass die Brexit-Verhandlungen, die seit dem Juni 2017 geführt werden, bisweilen schwierig verlaufen. Der Chefunterhändler der EU, Michel Barnier, schätzt zwar, dass mittlerweile für das Austrittsabkommen über 90% des Textes stehen. Nach wie vor ist in einer zentralen Frage noch kein Durchbruch gelungen. Das ist die Frage der Zukunft der Grenze zwischen Irland und Nordirland. Hierbei geht es auch um den Erhalt des Karfreitagsabkommens, das vor 20 Jahren die Gewalt auf der irischen Insel beendet hat. Europa bedeutet demnach Frieden, ganz konkret auf dieser Insel, an dieser ehemaligen Grenze. Dementsprechend ist Europa und die Europäische Union zu Recht Trägerin des Friedensnobelpreises 2012. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin Honeer hat bereits Anfang Oktober richtig angemerkt, das Zeitfenster für ein Brexit-Abkommen schließt sich bald. Die Zeit drängt, wir brauchen jetzt Bewegung, vor allem auf der britischen Seite, denn wenn jemand keinen Plan hat, dann ist es die britische Regierung. Gelingt dieses nicht, käme es am 29. März 2019, 23 Uhr, zu einem sogenannten harten Brexit und alle EU-Verträge fänden keine Anwendung mehr auf Großbritannien. Verantwortungsvoll und vorausschauend müssen wir insbesondere als Niedersachsen auf alle Szenarien vorbereitet sein, denn die Auswirkungen eines ungeregelten Brexits wären für uns und unsere Wirtschaft erheblich. Das Vereinigte Königreich ist für uns als zweitwichtigstes Exportland. Dies ist für uns als Agrar- und Automobilland von besonderer Bedeutung. Selbst wenn sich unsere Unternehmen bereits vielfach auf die drohende Situation eingestellt haben und beginnen, ihre Produktionswege neu zu organisieren, wie Handelsstatistiken nahelegen. Der federführende Ausschuss hat sich seit Anfang dieser Periode mit der Brexit-Frage und den Auswirkungen auf unser Land eingehend beschäftigt. Mehrmalige Unterrichtungen durch die Landesregierung haben stattgefunden. Eine ganztägige Anhörung zu den Auswirkungen des Brexits ist durchgeführt worden und ein erster Entschließungsantrag mit den Auswirkungen auf unsere Hochseefischerei in Cuxhaven, ich schaue Richtung Cuxhaven, Herr Lotke und Herr Sandja, ist eingebracht worden, da durch den Brexit der Verlust von Fanggebieten für die Hochseefischerei in der Nordsee droht. Wir haben daher sehr wohl feststellen können, dass unsere Landesregierung hierzu richtig gut aufgestellt ist. Bei der jüngsten Einbringung des Haushaltsplansentwurfs durch die Ministerin ist dieses in genau diesem Zusammenhang von den Vertretern der Opposition ausdrücklich gelobt worden. Daher verstehe ich grundsätzlich die Stoßrichtung dieser Aktuellen Stunde nicht. Beispielsweise, die Ministerin kann das sicherlich auch noch vervollständigen, Niedersachsen stellt einen von zwei Bundesratsbeauftragten, die an Sitzungen der Ratsarbeitsgruppe teilnehmen. Der Informationsfluss ist gewährleistet. Seit Juli 2017 findet zudem regelmäßige Sitzung der von Niedersachsen initiierten inoffiziellen Bund-Länder-AG Brexit in Berlin statt, den sie bis Ende Juni als Vorsitz innehatte. Es gibt einen runden Tisch für die regionalen Akteure in Niedersachsen, der eingerichtet worden ist, und es gibt zahlreiche Informationsangebote. Intern hat man sich sowohl auf den geregelten wie auch ungeregelten Brexit eingestellt, denn beide Szenarien sind weiterhin möglich. Für den Fall eines geregelten Brexit hat Niedersachsen als erstes Bundesland ein umfangreiches Normenscreening durchgeführt und es steht auch und ist angekündigt in einem Pressegespräch ein niedersächsisches Brexit-Übergangsgesetz. Für den Fall eines ungeregelten Brexits ist das Vereinigte Königreich demnach ein Drittland. Auch hier wird Niedersachsen sicherlich in enger Abstimmung mit den EU-Kommission und Bundesebene Notfallpläne im Bereich der Zollkontrolle, des Flugverkehrs, der Lieferkettensicherheit und der Prüfanforderungen entwickeln. Obwohl auch hier die Hauptlast der Rechtsanpassung beim Bund und bei der EU liegen. Das sind nur einige Beispiele. Und dementsprechend komme ich abschließend auf die Frage der Aktuellen Stunde zurück. Der Brexit und die Folgen für Niedersachsen, Landesregierung ohne Plan? Herr Oetjen, im Gegenteil.
Diese Landesregierung und diese Ministerin haben einen Plan. Und genau das sollten Sie bei der Anmeldung Ihrer nächsten Aktuellen Stunde herzlich beherzigen. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Kollege Pantazis. Nun hat das Wort